Please give a warm applause in between to the translation booth down here who are translating the conference from English to German because we will be switching back to German language now but for anybody who would like to stay listening in English, uh, thank you uh, you can have a headphone for the translation from German into English now so um, you can find that down there with the translation service. Wir machen weiter mit einem der beliebtesten Panels jedes Jahr auf der D3Con, denn wir wissen, wollen wissen, wie machen die Werbungtreibenden das genau im Thema Programmatik. Dementsprechend biete ich, bitte ich unsere Werbungtreibenden auf, der, auf die Bühne in der Reihenfolge, wie es im Programm steht. Lisa Steinhauer wird uns berichten von BMW. Und ich habe hier schon ein Mikrofon für dich auf deinem Thank you. Platz. Thank you. Als nächstes Tabea Joost, die uns äh, von Karl Zeiss Meditech berichten wird, für die sie bis vor kurzem Cases aufgebaut hat. Jessica Müller berichtet uns aus dem Thema Marketing für Fotozubehör von der Marke Rollei. Maria Gräfin von, Play, äh, Gräfin von scheele Plesen wird uns berichten von Monglong, Marketing für Luxusgüter. Alexander Pasch ist unser B2B-Case, Schneider Elektrik, der berichten wird, wie sie im B2B-Markt Programmatic Marketing betreiben. Und Markus Zürn ist Hobby-Autoschrauber wie ich, beziehungsweise kommt von der Werkstattkette ATU und wird da aus dem Marketing berichten. Mein Name ist Ralf Scharnhorst. Ich mache an sich Marketingberatung, aber heute hier die Moderation und wir sind knapp in der Zeit. Daher legen wir auch gleich los. Mit Lisa magst du? Hast du den Klicker schon? Dann ich bringe nicht, ich ihn hier schnell. Genau, <laughs> sind auch nur drei Tasten. Mit der grünen Taste geht's weiter. Den Case von BMW. Vielen Dank. Okay. Ähm, hallo zusammen. Ähm, ich muss mir Mühe geben, dass ich richtiges Deutsch spreche. Also verzeiht mir, falls ich ganz viele Anglizismen benutze. Mikro näher an den Mund. Hört ihr mich? Ja. Ähm, genau, ich bin ähm, von BMW, aber jetzt muss ich leider alle Werbeagenturen äh, enttäuschen, denn ähm, ich verkaufe bzw. kaufe Media in den blau markierten Ländern. Das äh, ist vor allen Dingen ähm, die Türkei und die Ukraine, das haben wir auch eben schon gehört, sehr spannende, unterschiedliche. Äh, Märkte und vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Kunden. Ähm, trotzdem wollen wir das richtige Fahrzeug, den richtigen Mobilitätsdienst Anbieten und wir wollen wirklich customer-centristic werden. Wie wollen wir das sein? Durch Daten. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben hier einen Case von der Türkei. Wir haben im März 2018 angefangen, dass wir äh, mit AdForm zusammen auf unseren eigenen Kanälen ähm, Pixel gesetzt haben, um dann auch wirklich mit ähm, First-Party-Data-Collection First Party anzufangen und in der Personalisierung. Das heißt, wir haben auch dynamische Essecration, um wirklich Personalisierung persönlich so gut wie möglich einem Dreierkunden eben den blauen Dreier zu zeigen und einem Einserkunden den weißen Einsatz zu zeigen. Im Juli haben wir dann ähm, auch da ähm, weitergemacht, dass wir das CRM-System, das lokale Salesforce angebunden haben, um auch wirklich zu sehen, wie performt die Kampagne nicht nur in Impressions oder CPCs oder CPAs, sondern wie... Kann ich auch wirklich die richtigen Leute in den Handel bekommen und das Auto tatsächlich auch nachher gewinnbringend verkaufen? Ähm, Dezember 2018, das war so ein bisschen das Highlight für uns. Ähm, da konnte mein Chef auch endlich was damit anfangen. Der hat nämlich dann verstanden, als wir HBB TV gemacht haben, programmatisches Fernsehen, also Smart-Fernseher angesprochen haben in der Türkei, da wusste er auch endlich, äh, worum es sich handelt. Hier die Ergebnisse, wenn wir uns das im letzten Jahr einmal angeschaut haben, sind wir eben durch Dynamic Asset Creation haben wir ungefähr 85 Prozent der Kosten in der reinen Produktion von Banner Sets ähm, minimiert. Wir haben eine viel viel bessere Performance, denn die Sachen sehen tatsächlich echt hübsch aus. Ähm, wir sind ungefähr bei 45 Prozent Decrease im CPC. Und was halt wirklich interessant ist für den Handel, ich kann wirklich endlich messen und auch viel besser konvertieren, wer dann ein Interesse an einem Fahrzeug hat. Und der Importeur in der Türkei kann dann sogar sagen: Ich habe 7,7er verkauft, 3,3er verkauft und 5,5er damit verkauft. Und wie viel Return on Investment ist nachher da geblieben? Also ein richtiger Business Case. Ähm. Und das ähm, ist uns aber auch nicht nur genug. Wir wollen nämlich wirklich an harten KPIs uns weiter messen. Wir wollen also weg davon, wie viel kostet mich ein CPC oder ein CPA oder wie viele Impressions habe ich, sondern ich möchte in meinem Media Mix schauen, welcher Mix konvertiert mir am besten, in dem Fall Leads, aber auch der Importeur weiß, ähm, wie viel Sales er gemacht hat. Hier vielleicht für die Türkei noch mal ein bisschen anders als im deutschen Markt. Facebook im Moment immer noch ähm, der stärkste Konverter für Leads und ähm, aber dann auch schon ATB. Jetzt war ich super schnell. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Lisa. Als nächstes Tabea. Ja, hallo. Mein Name ist Tabea just Ich war in den letzten Jahren im. Ich sehe noch meine Folien nicht. Moment. Vier Sekunden noch, dann müsste es losgehen. Dann geht es los. Eins, genau. Wir, ich war in, in den letzten sehen. Jahren unter anderem in der Gesundheitspolitik, im Startup und auch in großen Marken unterwegs. habe Digitalisierungsstrategien beraten, zum Beispiel für Markengruppen und Produkte bei Consumer Health für Bayer oder auch jetzt zuletzt für die Kitezeis Meditech. Dort haben wir auch einen Piloten gestartet in einem sehr großen ja, Markt, dem Dentalmarkt. Trotzdem haben diese ganzen Zielgruppen und Märkte im Healthcare und Life Science Bereich immer noch das gleiche Problem. Sie haben ganz, ganz strenge Datenschutz- und Compliance-Auflagen, und deshalb sind natürlich die Prozesse oft viel schwieriger im Marketing. Was also tun, wenn es diese schwierige Marktlage gibt? Wir haben angefangen, erstmal Daten zu sammeln. Und zwar von vom Managen und Tracken zum Daten, dann auch bis zur Nutzbarmachung, dann bis zur Aktivierung und Conversion. In einem großen Case ähm, haben wir dann berechnet, viele Hypothesen gemacht und einzelne ähm, ja, Analysen, auch Third-Party-Daten eventuell dazu kaufen wollten wir äh, und haben dann insgesamt beschlossen, dass wir mit dem Dentalmarkt anfangen. Im Dentalmarkt sind immer noch die digital affinsten HCPs unterwegs. Wir haben verschiedene große ähm, Analysen dort gefahren, aber auch mit der Hilfe von Agenturen. Als Instagram-Managerin habe ich verschiedene Capabilities und Workloads natürlich analysiert und oft dann herausgefunden, dass wir externe Hilfe brauchen. Wir haben äh, bei dem Dentalmarkt eine Kampagne gefahren im Bereich Display und da war es dann so, dass wir vor allen Dingen in der Facebook-Gruppe nicht so viel Erfolg hatten, aber auch mit LinkedIn äh, war nicht viel zu machen. Also Instagram ist... Nach meiner Empfehlung entgegen dem Rat der Agenturen aber sehr gut gelaufen. Wir haben ein gutes Content-Marketing und UX und UI-Prinzipien in-house abgestimmt und damit dann einen sehr guten Erfolg erzielt. In einem weiteren Fall haben wir Daten über eine Boost-Experience gesammelt, um dann auch das Datenspektrum der gesamten Customer-Journey zu erweitern unter anderem sind Messen und, kann, äh, Messen und Kongresse immer noch ein sehr, sehr wichtiger Kanal, wo die älteren und einflussreichen, nicht digital affinen Zielgruppen zu finden sind. Deswegen haben wir dann im AR- und VR-Bereich verschiedene Product Experiences aufgebaut und letztendlich die Erfahrung gemacht, dass im AR-Bereich die Daten, die eingespielt worden sind und der Kunde im Interaktion mit dem Produkt betrieben hat, besser zu verwerten sind. Uns hat auch die Frage umgetrieben, kann man eben die Daten von der Offline-Welt komplett in die Online-Welt bringen und was kann man in Zukunft übernehmen, zum Beispiel in Remote-Service-Modellen. Insgesamt war das, war das Auskommen eben, dass AR am POS erfolgreicher läuft als VR und demnach haben wir dann beschlossen, dass erstmal die Sales-Leute mit aufgegleist werden müssen, denn das beste Modell im AI und viewer bereich nützt nichts, wenn die Sales nicht mitziehen. Es gibt viele verschiedene Metrics in dem Bereich Digital Advertisement. Ich habe euch hier eins mitgebracht, was im Pharma-Bereich häufig verwendet wird. Hier hat uns die Agentur Digi Across Health unterstützt, das ist das MCQ-Modell. MCQ bedeutet Multi-Channel-Äquivalent und wir haben an dem Modell verschiedene Impacts gemessen von den Kanälen. Also zum Beispiel, was ist jetzt der MCQ? Wenn ein Außendienstmitarbeiter den Wert von 6 hat und die Pharma-Webseite einen Impact von 5,4, haben wir insgesamt äh, bei dem Außendienstmitarbeiter 100 Prozent oder 1,0 MCQ-Wert und bei, dem, äh, bei, dem, bei der Pharma-Webseite 0,9. So setzt er sich zusammen. Insgesamt ist es natürlich für verschiedene Kampagnen sehr schwierig, das alles im Kopf zu machen. Deswegen dieser Algorithmus funktioniert per Excel sheet oder natürlich dann auch über Softwarelösungen, zum Beispiel Viva oder auch andere Dienstleister, die hier weiter mithelfen können. Ich möchte euch noch ein Beispiel mitbringen aus der Pharmawelt. Stellt euch vor, ein großes Top 10 Pharmaunternehmen hat eine Abkündigung ihrer Vertriebsmitarbeiter erfahren. Und sie sollen jetzt in zwei Reifenmarken den Vertrieb runterfahren. Herausforderung war, diese 70.000 Sales Visits zu ersetzen mit einer sehr differenzierten und optimierten Multi-Channel-Kampagne. Wir haben diese Kampagne umgesetzt und letzten Endes mussten wir natürlich einen großen Reu auch erzielen. In dieser Kampagne hatten wir zum Schluss... 80% Kostensenkung, da wir den Fokus Online-Marketing gewählt haben. Und der gleiche Share of Voice, der eigentlich mit dieser Kampagne sonst mit den Außendienstmitarbeitern erreicht werden konnte, konnte mit einem Multi-Channel-Mix er erreicht werden. Die Kanäle werden in meistens im Pharma-Bereich aus dieser Performance-Map ausgewählt. Das ist jetzt ja zum Beispiel ein Segment, was ich euch mal mitgebracht habe. Wie gesagt, Dienstleister wie Across Health können hier weiterhelfen, um dann das richtige Multi-Channel-Mix herauszufinden im großen und ganzen bleibt zu sagen es gibt natürlich noch viel zu tun in der healthcare und pharmabranche sehr sehr viele große baustellen was das thema tools betrifft aber auch sicherlich in dem thema exzellenz und strategie aber wenn wir mit effektiven prozessen auch im regulatorischen bereich besser werden und in den unternehmen auch offener sind dann können wir auf jeden fall im digitalen advertisement und programmatic vor allen dingen große erfolge erzielen. Vielen Dank, Tavia. Als nächstes Jessica. Ja, ich fange schon mal an. In sieben Sekunden kommen dann auch meine Folien. Mein Name ist Jessica Müller. Ich war bis Dezember 2018 die Marketingleitung bei Rollei. Ähm, ich bin eine der wenigen, die jetzt noch erklären muss, was macht Rollei überhaupt. Sieht man die Folien? Ich sehe meine noch nicht. Ähm, aber ich weiß ja, was ich sagen möchte. Also wir sind ein Hersteller und ähm, Vertrieb für Fotozubehör. Funktioniert das? Jetzt, ja. sind da. Jetzt sind die Charts. Jetzt sind die Charts. Sehr gut. Ähm, also, wir vertreiben Fotostative, Kamerafilter, Rucksäcke, Blitzgeräte, alles Mögliche rund um die Kamera. Also im Bereich Zubehör, absoluter Nischenmarkt. Ähm, dementsprechend ist unsere Hauptzielgruppe. Direct-to-Consumer, der Endverbraucher, Hobbyfotografen, professionelle Fotografen mit Kameras, wohlgemerkt, nicht mit Smartphones. Ähm, natürlich ist auch Zielgruppe der Fotofachhandel, Mediamarkt, Saturn, Fotostudios. Aber im Online-Marketing tatsächlich ähm, sind wir unterwegs, um die Hobbyfotografen und professionelle Fotografen zu erreichen. Was haben wir vor Programmatik sozusagen gemacht? Unsere Zielgruppe, muss man auch sagen, ist in vielen Segmenten 50 plus und auch im Printbereich noch sehr gut anzutreffen. Das heißt, wir haben viele Kooperationen mit Printmagazinen, Fotofachmagazine, Elektronikmagazine und die haben natürlich auch Webseiten und dort ja, im Displaybereich zum Beispiel Festbuchungen innerhalb der Kooperationsvereinbarung waren gängig. Wir haben irgendwann angefangen mit Affiliate-Marketing, mit Bloggerseiten und Mikroinfluencern. Das war so ein bisschen Klinkenputzen, sage ich mal, weil das sehr reichweitenarme Seiten sind. Aber unsere Zielgruppe ist dort anzutreffen. Ähm, ja, Social Media, SEO, SEA, Newsletter hat sich alles nach und nach bei Rollei aufgebaut. Ähm, was haben wir uns jetzt von Programmatic erhofft? Individuelle Werbung. Geringere Streuverluste, das war ein ganz großer Punkt bei uns. Natürlich ist die Reichweite dadurch auch angepasst. Kundensegmentierung war etwas, was wir vorher, weil unser Direct-to-Consumer-Business noch nicht so im Fokus stand, war Kundensegmentierung im B2C-Bereich noch nicht so relevant. Datenanalyse allgemein und so ein bisschen das Motto Conversion statt Traffic. Ähm, vorher haben wir uns gefreut, wenn wir zum Beispiel auf der Audio-Video-Foto-Bild-Webseite einen Banner fest platziert haben. Da haben wir innerhalb eines Tages oder einer Woche, je nachdem, was wir gebucht haben, super viel Traffic bekommen. Leider wenig bis keine Conversion. Wir waren trotzdem zufrieden. Das hat sich jetzt aber ähm, drastisch geändert. Wir brauchen Conversions. Was haben wir gemacht? Wir haben uns eine Agentur gesucht. Rollei ist ein sehr kleines Unternehmen hat dementsprechend keine Kapazitäten, das in-house irgendwie zu realisieren. Wir wollten alle Segmentierungsmöglichkeiten eigentlich ausschöpfen, um diese Individualität zu gewährleisten. Passende Kanäle und Zielseiten finden, wo trifft man unsere Zielgruppe eventuell an oder wo wollen wir sie eben nicht antreffen. Werbemittel, was für Möglichkeiten gibt es, wie müssen wir sie gestalten. Gerade im Bereich Fotografie muss das auch grafisch, optisch ähm, ordentlich aussehen. Ja, und Funnelstufen berücksichtigen, nicht, dass das neu war für uns, aber tatsächlich danach Kampagnen auszurichten, war für uns recht neu. Äh, Gerade der Bereich Prospecting, Neukundenakquise, ähm, alle bestehenden Kunden, die mal mit uns Berührungspunkte hatten, ähm, ausgeschlossen. Wir haben da trotzdem eine höhere Reichweite, allgemeine Werbemittel und dann das ganze Thema Retargeting, wo wir dann natürlich wesentlich weniger Streuverluste haben und eine wesentlich effizientere Kostenstruktur. Ähm, was waren unsere Herausforderungen? Wir haben hochpreisige Produkte, mal ein Beispiel: ein Blitz für 500 Euro. Dementsprechend ist die Zielgruppe super klein. Trotzdem ähm, haben wir viel Streuverlust, ganz einfach, weil die Publisher-Seiten inhaltlich viel zu breit für uns sind und wir kaum bis gar keine Nischenseiten oder Unterseiten, Unterkategorien ansteuern können. Ähm, dementsprechend haben wir immer so ein bisschen den Spagat. Wir wollen super eng eingrenzen, ähm, haben dann aber viel zu wenig relevante Daten, ähm, aus denen wir dann lernen können. Brauchen dementsprechend sehr viel Geduld. Ähm, hier mal ein Zahlenbeispiel. Man sieht ganz klar, dass der Teil Prospecting gerade in kleinen oder mittelständischen unternehmen sehr sehr hart ist wenn man gewohnt ist dass man irgendwie vorher innerhalb einer woche bestimmte zahlen erreicht wenn auch nicht conversion aber das war ja damals ein anderes ziel dann braucht man hier wirklich durchhaltevermögen zu sagen okay nach den ersten zwei drei vier fünf sechs wochen wird es besser man sieht zuerst nur oh ja wir haben ganz viele kosten aber ja die umsätze sind sehr sehr gering. Wenn man das auf einem Zeitstrahl nochmal sich anguckt ähm, und sich überlegt, dass man wirklich vorher super schnell agiert und reagiert hat. Hat der Geschäftsführer auch nach der ersten Kampagne gesagt: oha nach den ersten zwei Wochen, das machen wir nie wieder. Das hat sich nicht gerechnet. <laughs> ähm, da lag es an der Abteilung zu sagen: Ja, im Moment sieht das so aus, aber aufgrund Funnel und so weiter, es wird sich noch rechnen. Das war unsere Hoffnung. Wir haben viele Testkampagnen fahren müssen, wo es sich nicht gerechnet hat, wo wir aber Learnings draus gezogen haben, zum Beispiel Mobile. Unsere Zielgruppe kauft ein 500-Euro-Blitz nicht mobile. Das heißt, unsere Werbemaßnahmen im Mobile-Bereich haben wir drastisch eingefahren und konnten Kampagne für Kampagne einfach besser werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Maria als nächstes. Ich warte auch noch mal kurz auf die Slides. Mein Name ist Maria von Scheplessen. Ich leite bei Montblanc die Medien für weltweit. Das beinhaltet dann alles, alle Digitalbudgets, alle Offline-Budgets von Deutschland bis nach China. Montblanc sitzt in Hamburg und gehört zu dem Schweizer Luxuskonzern Richemont. Da haben wir unter anderem auch Cartier, IWC, Piaget und weitere tolle Marken mit inkludiert und dementsprechend auch tolle Learnings, die wir untereinander teilen können. Im Rahmen der Session wollte ich eigentlich mal eher alle abholen ähm, und wirklich aufzeigen, wie weit wir eigentlich bereit sind äh, oder wie weit wir eigentlich digital sind mittlerweile in der Luxusindustrie und inwieweit wir es uns überhaupt leisten können, programmatisch einzukaufen. Wenn wir uns einmal anschauen, ähm, wie der Mediasplit äh, bei den Luxusgütern aussieht, das ist aus dem Jahr 2018, sehen wir, dass der Großteil von der Kategorie Parfüm, äh, gefolgt von Uhren und äh, Mode, ausgegeben wird. Das heißt, wir haben generell eher niedrigpreisige Produkte, was dann schon mal ein guter Entry sein könnte für programmatischen Einkauf. Andererseits sehen wir dann auch, dass zum Beispiel Lederwaren, Schmuck und Brillen noch einen sehr geringen Anteil haben im weltweiten Mediabudget. Der Media Channel Split sieht so aus, dass immer noch 57% in den Bereich Print investiert werden und 25% in Out of Home. Nur 8% werden oder wurden im Jahr 2018 bei den Luxusgütern digital investiert. Wie sieht es heute aus im Rahmen des Programmatic Advertisement? 70 Prozent werden aktuell weltweit investiert im Programmatic Advertisement bei Luxuskonzernen. Hier haben wir aber auch ganz stark die USA als Vorreiter. Bei uns bei Mont Blanc sind es erst 20 Prozent. Wir vergrößern uns langsam, müssen aber natürlich gleichzeitig erstmal sicherstellen, dass unsere Basics alle in place sind. Nur zwei kurze Beispiele. Wir haben in unserem Segment immer sehr stark auch die Diskussion über Brand Safety, in welchem Environment, in welchem Umfeld dürfen wir uns zeigen. Hier nur zwei Beispiele, kennt ihr sicher alle von Air France, die sich dann selbst aus Versehen mit dem Fuel Dumping in Fontainebleau assoziiert haben. Oder wir haben iPad Air, um, Bidding uh, on Ocean, Keywords, um, was sich dann leider mit dem Malaysia Jet in Verbindung gebracht hat. Äh, natürlich dürfen wir uns als Luxusmarke, die jahrelang ihre Brand Heritage aufgebaut haben, nicht in solchen Umfeldern zeigen. Und äh, das ist bei Montblanc noch was anderes. Wir haben natürlich auch einen ähm, sehr starken E-Commerce Bereich, äh, wir haben auch viele Accessoires, Lederwaren äh, etc., aber wenn Rolex oder Patek Philippe sich dort aufzeigen würden, äh, wäre es sehr schade um ihr jahrelanges und sehr positives Brand Image. Deshalb haben wir jetzt ähm, bei Richemont einen neuen Standard eingeführt. Hier müssen wir die Publisher natürlich auch sehr stark pushen, da lassen sich noch nicht alle drauf ein. Und zwar wollen wir erreichen, dass die Werbemittel 100% für mindestens drei Sekunden gezeigt werden. Früher war es 50% des Werbemittels für eine Sekunde, aber wir glauben, dass man eine Uhr mit 4.000, 5.000 Euro aufwärts wirklich dann erst kauft, wenn man sie auch komplett gesehen hat, für mindestens drei Sekunden bei den ganzen anderen Werbemitteln, die man sonst links und rechts auf seinem Desktop oder. Mobile Screen auch zu sehen bekommt. Wo ist das Risiko am höchsten? Hier habe ich eine Studie mitgebracht von Integral Ad Science aus dem Jahr 2017. Das bezieht sich auf den programmatischen Einkauf weltweit. War für mich persönlich sehr relevant in der Luxusindustrie. Ich komme von Amazon und Rocket Internet. Jetzt in der Luxusindustrie wirklich zu schauen, was darf ich? Wie ist mein Spielraum, um das Brand Image nicht zu verletzen? Bei Desktop-Display ist es mittlerweile das Brandrisiko oder das Umfeld sicherer, als es beispielsweise bei Desktop-Video ist. Ähm, insgesamt bewegen wir uns in Deutschland im Mittelfeld bei gut 7 Prozent. Wir haben einen höheren Anteil an Ad-Fraud beispielsweise in Brasilien oder auch in den USA. Vorteile, das war auch Thema der Diskussion, was ich ähm, sprechen für Montblanc als Vorteile, auch vom programmatischen Advertisement sehe, ist natürlich qualitatives äh, Targeting. Uh, Prospecting natürlich auch, um nicht nur Upper- und Lower-Funnel-Methods zu implementieren, sondern mich wirklich auch um mit Funnel-Maßnahmen zu kümmern und den kompletten Retargeting-Kanal abgedeckt zu haben. Personalisierte Kommunikation, wie wir auch hier unten in dem Multi-Channel-Beispiel sehen, dass wir über verschiedene Publisher hinaus verschiedene Messages an den Kunden geben können. Sei es, es sind bei uns ganz andere Kunden, die Uhren kaufen, versus die, die sich für Schreibgeräte interessieren. 70 Prozent entern unsere Marke über Schreibgeräte, aber danach geht es natürlich auch um Cross-Selling, Lederwaren ähm, etc. oder Smart Products, die wir neu gelauncht haben. Und durch diesen Multikategorie-Approach ähm, haben wir natürlich auch eine sehr, ähm, oder bedarf es einer sehr individuellen Kommunikation dem Kunden gegenüber. Mediatrends, äh, die ich aktuell sehe, auch im Austausch ähm, bei Richemont mit den anderen Maisons wie Cartier und IWC, äh, die digitalen Investments wachsen immer noch sehr, sehr langsam. Out-of-Home und Print werden bei uns reduziert. Ich sehe es aber zum Beispiel auch bei LVMH oder bei Rolex, dass Out-of-Home äh, ganz stark auch wieder für Brand Transformation genutzt wird, wie wir vielleicht auch gerade bei Beispiel Dior oder Gucci sehen können, die wirklich ihr Out-of-Home bis zwei Jahre im Voraus gebucht haben in den einschlägigen Ecken. Ähm, wird auch dann wieder bei anderen sehr stark genutzt. Brand Safety Tools müssen natürlich bei uns immer aktiviert werden, wie AES und Moat. Ich bin dafür, dass wir noch nicht mehr investieren, sondern erstmal besser. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal ähm, in der Diskussion zu, dass wir erstmal sicherstellen müssen, dass wir unseren Stack äh, komplett aufgesetzt haben. Wenn wir Kampagnen haben mit einem E-Commerce Conversion Focus, ist es natürlich sehr hilfreich, programmatisch einzukaufen, was bei uns auch der Fall ist. Wir haben ein präzises Targeting und wir haben in der Vergangenheit unseren ROI durch die 20% Investment, die wir in Programmatic haben, um 25% angehoben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Maria. Als nächstes Alexander. Ja, hallo. Ich warte auch noch kurz auf die Slides. Mein Name ist Alexander Pasch. Ich bin Media Strategist bei Schneider Electric und ich glaube, wir sind schon da. Sehr schön. Ähm, bevor ich anfange und in meine Slides reingehe, ich habe ein bisschen eine Übersicht mitgebracht, wie wir Programmatic bei Schneider Electric mit einem B2B-Hintergrund machen. Ähm, wollte ich mit einem Vorurteil aufräumen, beziehungsweise so ein bisschen eine Misconception. Wir sind nicht die, die die Stereoanlagen machen. Ähm, es sind auch nicht die, die die Computer machen. Ich glaube, Kinder aus den 80er Jahren werden das noch kennen. Wir sind ein B2B-Unternehmen. Wir haben uns fokussiert auf Energy-Efficiency-Lösungen. Stichworte wären sowas wie IoT, Industrie 4.0. Ich habe auch mal einen Überblick mitgebracht, ähm, wie wir aufgestellt sind. Also wir sind tatsächlich ein sehr globaler Konzern. Wir sind auch sehr ausgeglichen über die Welt verteilt. Mein Team, in dem ich arbeite, ist Teil von dem Global Marketing-Team wir haben Teams überall auf der Welt verteilt, wir haben im Prinzip vier Endmärkte, das sind einmal Data Center, das sind Commercial Buildings, das ist die Industrie und das sind Utilities. Wie man sehen kann, haben wir auch relativ viele Mitarbeiter, manchmal kommt es uns so vor, als ob jeder von denen im Marketing arbeitet, zumindest fühlt sich glaube ich jeder mal dazu ermutigt, Kommentare abzugeben zu dem, was wir machen. Auf das Team, das in dem ich sitze, heruntergebrochen, betreuen wir die sogenannten Top 15 Länder bei uns. Also, sprich, wir machen nicht alle Länder, sondern nur die Top 15. In jedem Land haben wir sechs Business Units. Wir haben ungefähr 30 Buying-Personas, auf die wir arbeiten, 19 Segmente und sage und schreibe 128 Subsegmente, die wir betreuen. Wenn man sich das jetzt anschaut, könnte man natürlich sagen, das ist eigentlich so schon Arbeit genug. Warum tut man sich da noch Programmatik an? Gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Ähm, einer der Hauptgründe eigentlich, warum wir angefangen haben, Programmatic zu nutzen, und das ist jetzt auch schon mittlerweile sechs, sieben Jahre her, ist, dass wir sehr stark natürlich nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Also wir haben jetzt natürlich nicht den Vorteil, dass jeder irgendwann mal ein Auto braucht oder sich für ein Auto interessiert, sondern unsere Lösungen sind so spezialisiert, dass wir sehr stark im, im C-Level-Bereich unterwegs sind. Wir suchen nach Business Decision Makers und die sind zum einen sehr rar, zum anderen klickfaul, was für uns schlecht ist. In dem Zuge ging es uns dann tatsächlich darum, programmatisch anzufangen zu arbeiten, um den Fokus noch stärker auf unseren Kunden zu legen. Also zu schauen, wie können wir den am besten erreichen, wie erfahren wir auch am meisten über den Kunden. Ähm, dazu haben wir einen relativ Ambitionierten Setup gewählt, sprich, wir haben ähm, angefangen, ähm, sogenannte USTs auf unsere Seiten zu bringen, sprich, wir haben jede Seite einzeln durchgetaggt und können jetzt Kampagnen machen, wirklich heruntergebrochen auf Business Units, auf Segmente und diese ganzen Subsegmente. Was wir uns davon erhoffen, sind natürlich sehr individualisierte, maßgeschneiderte Kampagnen, die wir laufen lassen können. Wie das dann aussieht, ich habe nur mein Beispiel mitgebracht, sind zum Beispiel, ich habe ein Segment, das ist bei uns Food and Beth, ich habe ein Subsegment, das ist die Dairy Production, also alles mit Joghurt, ähm, ich habe darunter noch ein Segment, das sind davon wiederum die Business Reseller und hier darunter dann nochmal die Supply Chain. Und all diese Leute können wir dann eben sehr dezidiert und individuell angehen. Hier ein Beispiel, wie das dann ausschaut mit einer typischen Customer Journey. Wir fangen meistens an mit Brandaktivierung, sprich eine Branding-Kampagne. Wie gesagt, die Sache mit den Steueranlagen. Ich denke, da müssen wir auch relativ viel machen. Aller Traffic kommt auf unsere Website. Auf der Website wird der Traffic dann zugeordnet, fällt in die verschiedenen Segmente rein, dadurch, dass wir die verschiedenen Seiten getaggt haben. Dann gehen automatisierte Retargeting-Kampagnen los. Sprich, wir haben die Möglichkeit, die Nutzer, je nachdem, was sie sich anschauen, was sie machen, ähm, zugefüttert mit Third-Party-Data ähm, weiter zu kommunizieren. Das geht dann im Endeffekt alles in unsere Marketing-Automation hinein. Hier geht sicherlich das ganz normale Spiel los, dass man E-Mails verschickt, dass die Leute in verschiedene E-Mail-Nurture-Programme mit reinkommen. Was wir darüber hinaus aber noch machen, ist, dass wir die Daten wieder rausnehmen können aus der Marketing Automation und über Social Media, hoffentlich bald auch Display, weiter nurturen können. Also alles immer bestehend aus den Daten, die wir sehen, aus den verschiedenen Engagement-Punkten. Und am Ende vom Tag ist natürlich das, was wir damit erreichen wollen, dass wir das Engagement nach oben fahren und dass wir möglichst viele Leads an Sales weitergeben, dass wir da noch Opportunities bekommen. Und das war's von mir. Ja, fliegender Wechsel. Markus für ATU. Moin, moin. Hallo zusammen, liebe Marketeer-Advertising-Familie. Ich fühl mich super gut hier, weil ich weiß genau, ihr habt alle die gleichen Probleme. Ähm, ganz kurz äh, zur ATU, falls ihr die nicht kennt. Ähm, gegründet 1985. Das ist eine Kombi aus einer Meisterwerkstatt und einem Autofahrerfachmarkt. 10.000 Mitarbeiter, Milliarde Umsatz, etc. pp. Riesenproblem. Ähm, wir haben ganz viele Leute, die bei uns in diese Werkstätten kommen und jeder hat ein individuelles Problem. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie schwierig es ist, da Programmatik aufzusetzen. Machen wir aber trotzdem schon seit ein paar Jahren. Und ich erzähle euch heute mal, äh, was unsere Ziele sind und wo es hingeht und noch ein paar kleine äh, lustige. Beispiele aus Programmatic Campaigns. Kurzes Manifesto für ATU von 2019. Um, we drive them in and sell them up. Habe ich geklaut von McDonald's. Uh, same thing, denkst ein Hamburger und dein Average uh, ist 9 Euro. Super. Um, we follow the customer in the most relevant channels. Klar, uh, wir müssen gucken, wo der Kunde ist. Problem 46 Millionen Autos. Sind auch irgendwie so ein bisschen 46 Millionen Kunden. Also gar nicht so einfach, um die alle so zu schnappen. Und äh, deshalb gucken wir, dass wir die richtigen Messages ähm, mit dem richtigen Format oder dem besten Format zum optimalen Preis äh, ausspielen. Und das macht sehr viel Spaß, aber auch für sehr viel Arbeit. Ähm, wir haben ein paar programmatische Kampagnen gemacht bei der ATU. Wir hatten vor allem über Gewinnspiele relativ gezielt Programmatik gefahren. Wir haben das Rotkäppchen natürlich auch, das jetzt hier nicht animiert ist, aber das ist nicht schlimm. Und die, die Fair, eine Fairbrou-Kampagne gefahren, wo wir sozusagen ganz klare und spezifische Use-Cases vermarkten. Vielleicht zur Info nochmal 140.000 Produkte die in so einem Auto dranhängen, in so einem Autofachmarkt und 150 Services, also von Zahnriemen über Ölwechsel bis zur Inspektion und TÜV, HUU, das ist eine ganze Latte. Und von dem her müssen wir gucken, dass wir so gezielt wie möglich und so direkt wie möglich ähm, unsere Kampagnen abfahren. Programmatische Strategie äh, pff, ist eigentlich übergeordnete Ziele. So, KPI, 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 Fokus, Fokus, Fokus. So, Punkt 1, ähm, ja, die Target Audience. Was wir ganz viel gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten, wir haben extrem viele Kundenbefragungen durchgeführt, um zu schauen, in welchen Segmenten, mit welchen Attributen wir die Zielgruppen ansprechen können und haben daraus dann auch aus diesen Personae, die wir quantifiziert haben, ganz wichtig, natürlich dann auch ganz, ganz klare Messages abgeleitet: Touchpoint Matrix, richtiger Kanal, richtige Message, richtiges Format, optimale Kosten. So und das ist jetzt der Punkt, weil das war die Kaufabsicht und dann gehen wir rein in hyperlocal Contextes. Klar können wir um die äh, verschiedenen äh, Garagen herum sozusagen äh, eine Zone bilden, wo wir Leute ansprechen mobil und getargetet und äh, natürlich auch Geo oder Wetter oder Kraftfahrer-Bundesamt-Daten ähm, äh, mit reinziehen. Das ist so ein bisschen das Kreative am, am Programmatic oder am Briefing. Macht total Spaß, kannst du gut ähm, probieren. Trial and error. Zweitens klar, Premium Inventory. Premium heißt nicht immer, also hochwertiges Inventar heißt nicht immer teuer. Hochwertig ist für mich eigentlich effizient. Okay. Und ähm, dann die Ad Exposure, optimale Kontaktdosis über einzelne Kampagnen ähm, erreichen. Das heißt auch, wir müssen natürlich viel mit unseren Agenturen sprechen. Wie ähm, spielen wir das ähm, Budget, das uns zur Verfügung steht, aus, weil es ist ja nicht endlich. Und ich möchte natürlich auch die Streuverluste, hatten wir vorhin schon ein paar Mal gehört, vermeiden. Da muss ich natürlich gucken, dass ich da die optimale Kontaktdosis erreiche. Naja, und dann äh, innovative und großflächige Anzeigenformate. Ich bin ein Riesenfan von die, uh, Digital Out of Home. Ähm, jetzt, wo das Ganze digital wird, äh, wird es richtig spannend und du kannst da wirklich ähm, sehr, sehr gezielt auch äh, reingehen. Ein paar Insights zur Customer Journey. Mehr als die Hälfte der Nutzer, die brauchen eben halt einen Werbedruck von mindestens drei äh, Kontakten. Wir machen TV, also above the line. TV, Radio, Print und natürlich auch die ganzen anderen äh, Geschichten. Und ähm, mein Traum, wenn du mich fragen würdest, Ralf, was ist dein Traum, Markus? Ich würde am liebsten die erste und die zweite und die achte bis die zwölfte Kontaktstrecke abbrechen. Geht leider nicht. Aber genau deshalb brauchen wir auch Programmatik. So. Ganz, äh, ganz rechts seht ihr ähm, eine <laughs> Digital Art of Home Kampagne und zwar in den ähm, Raststätten, also das ist auch schon ziemlich sehr gezielt. Ähm, äh, hier haben wir eben halt mit der how, -How kampagne das ist dieser TÜV-Stempel, den ihr hinten auf dem Auto habt. Ähm, äh, da äh, haben wir sozusagen ähm, eine ganz klare Kampagne gefahren. Die drei People, die ihr seht, sind unsere Personae. Wir haben einmal in der Mitte äh, The Calculator, sie ist knallhart. Äh, die Zielgruppe links mit dem Tattoo-Man, das ist unser Connected Urbanite und der andere Kollege ist der Convenience Seeker. So, 25% von diesem ganzen Kram wurde digital ähm, bzw. programmatisch ausgespielt und vor allem äh, ganz spannend. Wir hatten dazu ein neues Produkt gebaut und ähm, das hat sich auf äh, also online wirklich, was jetzt nicht normal ist online von einem zweistelligen täglichen zu einem vierstelligen täglichen Bestseller entwickelt. Also auch da geht es natürlich hin. Wir müssen Produkte äh, sauber bauen. Okay, und dann zwei kleine ähm, inspirative vielleicht oder Ideen für euch. Wir haben Geofans gemacht ähm, auf Parkplätzen hier. Du gehst im Sommer rein. Ab einer gewissen Gradzahl wird ähm, dann die, nach, nach 30 Minuten Wartezeit diese... Ähm, Werbung ausgespielt. Das hat super funktioniert auf 12 äh, 1200 Parkplätzen in Deutschland. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist ein Radical Touchpoint Guerilla. Und zwar gehen wir auf auch Parkplätze, schauen uns an auf dem Auto, ob dieser TÜV-Stempel demnächst abläuft und knallen einen kleinen Gutschein drauf. Und natürlich, nachdem du aus dem Geofencing-Bereich rausfährst, wirst du nochmal schön hinterher angesprochen. Danke. Ja, vielen Dank, Markus. Bei dem Thema Parkplatz will ich gerade noch mal nachhaken. Das war so kurz, dass ich zumindest jetzt äh, mir die Sorge machte, dass es nicht ganz rüberkam. Was passiert dann nach 30 Minuten? Ich habe 30 Minuten draußen geparkt, das Auto ist also heiß in der Sonne, oder? Also, sorry, okay. War ein bisschen schnell, weil der Timer lief runter. Klar. Ja. Das ist die deutsche Disziplin, nicht wahr? Null, null Sekunden, mach schnell. Ähm, also, das ist ganz einfach. Du fährst ähm, auf einen äh, geogefensten äh, Parkplatz, keine Ahnung, gehst zu, ich sage jetzt mal, keine großen Brands, äh, was einkaufen. Ähm, äh, dein Auto wird dort registriert wenn es reinfährt, okay? können wir ja machen. Und dann wenn du einkaufst, nach 30 Minuten wirst du praktisch qualifiziert als jemand, der danach wenn er rausfährt angesprochen werden kann. Diese, ähm, wenn die, das wird natürlich nur gemacht bei einer gewissen Temperatur, also ab 30 Grad spielen wir dann genau diese Werbung aus. Also, wenn es keine Ahnung, nur 20 Grad hat, dann spielen wir die natürlich nicht aus. Vielleicht hätte ich dazu sagen sollen, dass es eine Klimareinigungs- bzw. Klima-Update-Geschichte ist. Genauso machen wir auch Geo und Local. Ähm, wenn es kalt wird, ab minus zwei Grad, kriegt die Agentur einen Call, sagt der Leute: Seite fertig und dann werden da schön die Batterien ausgespielt. Äh, etc. pp. Also, es gibt eigentlich, es ist immer eigentlich ganz einfach, der Use Case, der muss zum Format passen und der muss gut programmiert und äh, getargetet werden und dann, dann schlägt es schon durch. Darauf wollte ich hinaus: datengetriebenes Marketing. Wir wissen einerseits, da ist das Auto aufgeheizt, Temperatur plus Parkdauer und genau daraufhin spielen wir die Werbung aus. Wunderbar. Ja, ich will eine Frage anschneiden, die heute schon ein extra Thema äh, für ein extra Panel war. Das war Outsourcing versus Inhousing. Deshalb will ich es bei euch so in der Runde ganz kurz halten, aber von jedem nochmal kurz ein Statement, wo es noch nicht in der Präsentation drin war. Äh, nämlich die Frage: Was habt ihr outgesourced und warum? Für den Fall BMW fangen wir hier an und geben das in die Reihe rum. Also, wir sind ja gerade in der Entwicklung. Ähm, als Großkonzern das ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt, ähm, wir versuchen gerade mit Adform zusammen die Inhouse-Kompetenz aufzubauen und ähm, machen strategisch einfach viel mehr bei uns. Buying passiert aber immer noch äh, draußen bei der Agentur. Du hast auch schon selber gesagt, am liebsten würdet ihr am Wochenende optimieren, dürft ihr in Haus aber gar nicht. Genau, genau. Das hatten wir ähm, kurz telefonisch besprochen. Also es gibt halt so ein paar ähm, Stellregeln, die es halt bei uns gibt. Betriebsrat, äh, wir dürfen ähm, 24/7 eben nicht arbeiten. Das heißt am Wochenende darf bei uns nicht gearbeitet werden. Das heißt, eine In-House-Trading-Desk würde es dann auch irgendwie erstmal nicht geben. Das sind dann so witzige Probleme in so einem Großkonzern. Ja. Also an alle Agenturen hier im Publikum: Ihr werdet gebraucht, aber hauptsächlich samstags und sonntags. <laughs> Tavia, wie ist bei dir? Äh, was habt ihr outgesourced in euren Ja, diesen Camps? witzigen, diese Anekdote schließe ich mich an. Also bei uns ist es tatsächlich auch so: Agenturen werden tatsächlich fürs Wochenende, an Feiertagen und für die unbequemen Zeiten benutzt. Ähm, Media-Buying-Agenturen ähm, haben wir auch gehabt. Also da wurde einiges outgesourced und ich denke, das wird auch für die nächsten Jahre man kann jetzt nicht für alle Unternehmen sprechen, aber so vom Gefühl her für viele in dieser Branche so weitergehen, bis dann auch die Expertise in Haus gewachsen ist. Da wäre äh, nee, und als äh, weiter. Jessica, was habt ihr outgesourced und warum? Ja, also ähm, bei uns ist es ein bisschen der Gegenteil vom Konzern. Wir sind ja ganz klein, dementsprechend könnte man am Wochenende arbeiten, aber die Kapazität rein personell ist eben nicht da. Das heißt, wir haben für alles äh, in dem Fall dann eine Agentur, ähm, merken aber trotzdem, dass das natürlich Arbeit ist, weil so gerade der inhaltliche Input, den man für Kampagnen eben auch braucht, gerade im Nischenmarkt, der kommt von in-house, aber die Umsetzung, Empfehlung, Technik, das kommt alles von draußen. Und ihr seid ganz traditionell Kunde beim globalen media Genau, also bei uns ist auch alles outgesourced. Ähm, wir haben auch diverse Agenturen, wobei ich mir manchmal denke, ähm, allein die Kommunikation unter den Agenturen herzustellen, Kostet, glaube ich, mehr Arbeit, als dass man noch zwei mehr Headcounts im Headquarter hätte. Aber aktuell ist alles outgesourced, ja. Und bei euch, wie ist es mit Technologie? Also, wir machen tatsächlich alles selber im Haus. Ich sage mal, bisher, ähm, ich denke, wir hätten schon Interesse daran, so ein paar Sachen, die jetzt eher wirklich sehr manuell sind, auszusourcen, weil da auch nicht so der große Wert für uns als Team drin ist. Ähm, das Problem, das wir allerdings finden, wenn wir jetzt auf Agenturpitch oder ähnliches gehen, ist, ich glaube, wir sind auf der einen Seite zu groß und dadurch sehr komplex als globaler Konzern, auf der anderen Seite dann auch fast schon wieder zu klein, weil, wie man gesehen hat, unsere Budgets brechen sich sehr stark runter. Und also wir sind tatsächlich auch noch am Rätseln, wie wir das einer Agentur geben. Wir hatten auch schon das Feedback, ja, nee, das tun wir uns nicht an. Also ja, bei uns ist es relativ einfach. Wenn ich euch sage, wo der Standort von der ATU ist, ich bitte um Handzeichen, wer weiß, wo Weiden in der Oberpfalz liegt. Okay, ähm, so. Dann wisst ihr, warum wir alles outsourcen, weil wir da einfach nur auch relativ schwierig äh, Leute hinkriegen. Also, ich persönlich wohne in Berlin und tuckere da immer runter mit dem Auto. Äh, nee, Scherz beiseite. Ähm, ich finde es total inspirierend, mit, mit Agenturen zu arbeiten, weil es sind die echten Profis und ähm, das bringt uns wirklich auch ganz weit nach vorne. Und deshalb denke ich auch, dass wir weiterhin einfach aussourcen werden, weil, ich meine, ihr seid die Profis oder das sind die Profis und wir müssen unser Business kennen und die Use Cases und die Persona und äh, dann passt das schon. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin auf dem Panel vorher direkt so äh, in Englisch die äh, Meinung, es gibt keine Innovationen mehr, es passiert zu wenig in Programmatic. Daher an euch die Runde aus dem täglichen Business der Werbungtreibenden. Was sind eure Wünsche an den Programmatic-Markt? Genau, hier sitzt, sitzen alle die im Publikum, die auch die Technik weiterentwickeln, weiterentwickeln sollen. Was fehlt euch? Was möchtet ihr mehr haben an Technologie, an Angebot? Was fehlt euch? Ja, dem kann ich mich gar nicht so anschließen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, wir sind noch ziemlich überfordert damit. Ähm, Digital Out of Home haben wir noch nicht voll ähm, ausgenutzt und programmatisches TV jetzt einmal genutzt. Ähm, das heißt, ich würde mir eher andersrum, ich glaube, wir brauchen Beratung und mehr Strategen, die halt eben ähm, dem Großkonzern irgendwie helfen, nochmal zu überlegen, wo geht die Reise hin. Ist der, der wer? Ja, Im Gesundheitssektor würde ich schon sagen, dass Technologien noch fehlen. Es gibt so eine übersichtliche Anzahl an Technologieherstellern. Aber ähm, dadurch, dass so viele Compliance-Problematiken und regulatorische Dinge noch nicht berücksichtigt sind in der Technologie, haben wir da immer unsere Probleme gehabt. Und ich muss auch sagen, äh, wünschen würde ich mir, dass Agenturen oder Dienstleister nicht den extra Pharma-Bonus raufschlagen. Also einfach ähm, Agenturpreise, die vernünftig sind, ähm, das würde einen extremen Mehrwert ausmachen. Ja, ich denke, aus unserer Sicht ist es nicht so sehr die Technologie, ähm, eher wer hängt da alles dran, also die Publisher. Ähm, wie gesagt, wir sind interessiert an sehr, sehr reichweitenarmen, sehr spezifischen Seiten. Ähm, bei Affiliate ist genau das gleiche Problem, ähm, die sind nicht eingebunden, vielleicht ist es zu kompliziert noch, vielleicht fehlt da noch tatsächlich eine Technologie. Und so sind sie eben in den Netzwerken auch nicht vorhanden. Das heißt, wir haben große Publisher, Reichweiten, Mainstream, aber für den Nischenmarkt, so Hobbys, alles, was auch mal B2B2C war, wird zu B2C, weil der stationäre Handel überall so ein bisschen zurückgeht. Da, glaube ich, fehlt noch so ein bisschen ja, die Kleinen zu berücksichtigen. Mhm. Ich würde mir wünschen noch mehr Transparenz. Ich habe das Gefühl, gerade auch bei den programmatischen Kampagnen, die über diverse Produktsegmente laufen, manchmal ist die Inventory, die, die gekauft wird, eventuell ein bisschen fraglich. Wir sehen das natürlich dann wiederum bei den Conversions oder auch bei den Website-Centric Actions, was dann genau passiert. Mehr Transparenz, wirklich, wie sinnvoll es eigentlich auch ist, im Höherpreisigen Segment programmatisch einzukaufen. Und dann, äh, wie du auch sagtest, die äh, strategische Beratung ähm, wäre auch super. Wir haben auch Digital Autoform Form schon ausprobiert. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, es äh, zu nutzen, aber die, die Strategie äh, und die Objektivität auch von Agenturen, äh, die fehlt mir manchmal ein bisschen. Ähm, ich denke, was ich mir sehr stark wünschen würde als B2B-Advertiser, wäre natürlich ähm, ein größerer Fokus auch auf B2B, was sich natürlich über die Zeit, denke ich, ergeben wird. Ich glaube, wir sind auch relativ früh dran. Und das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich mal so einen Strich zu machen, so mit diesem ganzen sprachlichen Bullshit, also so dieses ganze Gefrickel, was es gibt. Eigentlich ist es relativ simpel wird meines Erachtens aber oftmals unnotwendigerweise verkompliziert. Wir hatten uns tatsächlich schon die Mühe gegeben, für die d 3 so Vokabellisten rauszugeben, haben das im E-Booklet hinten so Fachbegriffe, wir hatten letztes Jahr Bullshit-Bingo äh, gemacht, wo wir wirklich eine Liste mit den Fachbegriffen zum Abhaken hatten. Vieles lässt sich ja sehr leicht übersetzen. Wie siehst du das, Markus? Ja, ich bin ja auch ein äh, Akronymfetischist. Also ich liebe diese Abkürzungen, finde ich total geil. Ähm, <laughs> CPL, keine Ahnung. Ähm, ich habe heute etliche neue schon wieder gesehen. Ich freue mich äh, auch auf das nächste Jahr, wenn wieder neue rauskommen. Vielleicht mal mit vier Kürzelbuchstaben. Ähm, nee, äh, also mein Traum oder was ich mir erwarten würde, ist, dass wir ähm, es schaffen, mehr auch in diese Voice-Ecke äh, zu kommen. Na, also, wenn ich daran denke, wie viele Leute ähm, über also im Auto ja äh, es geht ja jetzt schon um unsere Firma ne? <laughs> im Auto über diesen kleinen süßen Mikrofonknopf irgendwelche Sachen reinsprechen äh, und dass da eben halt überhaupt nur überhaupt gar nichts draus wird und die Leute ähm, okay Big Brother in Ordnung aber die Leute ähm, die eben halt ihre Alexas und was weiß ich noch alles äh, am Laufen haben und äh, wo du wirklich theoretisch schon Use Cases draus machen kannst weil die Leute sprechen äh, zu ihren digitalen Assistenten und da die Kurve zu kriegen ähm, und ein Angebot oder ähm, ja, Use Cases zu bauen, die, die uns helfen, äh, noch näher an den Kunden zu kommen, weil es geht ja im Endeffekt darum, dass der Kunde happy wird. Ja? der muss ja auch glücklich sein damit, dass er wiederkommen soll und äh, da noch mal dem Kunden ein Stück weit zu helfen das wäre so mein Wunsch und äh, da freue ich mich drauf, bin mal gespannt, wann es kommt. Super Punkt, übersetzen wir das in Daten. Die Daten für Voice liegen erstens hauptsächlich bei Alexa, also Amazon, zweitens bei Google durch den äh, Voice Search Assistant und drittens bei BMW, Audi, all die Automarken, hallo Mercedes, stell mir die Heizung wärmer, die die große Kampagne damit gemacht haben, äh, die tatsächlich die Daten wahrscheinlich lokal im Auto halten. Daher für euch, also nächste Frage in die Runde wäre das Thema Amazon, wie relevant ihr das seht, aber wie kann man aus den Partnern was machen? Habt ihr schon eine Idee oder sollen wir Ideen entwickeln, entwickeln gemeinsam? Naja, ich meine, guck mal, äh, du, das Ding hört ja mit. Ne? Also wir mhm. wissen ja auch nicht heute, ob dein Facebook, Insta und was weiß ich noch alles da auch mithört und dir plötzlich irgendwelche komischen Sachen ausspielt, wenn du über den Peru-Urlaub äh, Peru sprichst und zwei Tage später hast du auf Insta plötzlich irgendwie einen, einen geilen Machu Picchu oder einen Ceviche anzeige. Also ich bitte dich, ne? ich glaube, da sind wir ja schon dabei, ne? ohne jetzt böse Sachen sagen zu wollen. Aber ich glaube, der Punkt ist, die Leute sagen dann, oh shit, ich habe, äh, viele Leute sitzen im Auto und sagen, oh scheiße, mal, Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung, ähm, oh, äh, Mist, danke, mein, mein Reifen ist geplatzt oder ich, keine Ahnung, meine Bremse wackelt oder sowas. Ne? Ich denke, da kannst du schon was draus machen. Ähm, fragen wir vielleicht gleich mal BMW. Habt ihr eine Idee, was man aus dem alles machen kann, ähm, was der Autofahrer seinem BMW so erzählt? Ja, also wir haben ja jetzt auch... Äh, mit dem neuen Dreier in Deutschland, ähm, den persönlichen Assistenten, meinem BMW. Ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Ähm, wir erhoffen uns da wahnsinnig viel, weil wir wissen halt auch, wir haben wahnsinnig viel Daten. Wir besitzen wahnsinnig viel Daten über den Halter dieses Fahrzeuges und sind aber halt eben kein Tech-Unternehmen und wissen auch nicht so genau, wie wir das alles verarbeiten. Ähm, ich habe gestern einen super spannenden Case gesehen, eben zu... Ähm, Voice Commands, dass ich eben dann einfach ganz klar eine Probefahrt, einen Service Request äh, mache ähm, per Voice-Steuerung. Das finde ich super interessant. Da kann sich auch jede Agentur ähm, <laughs> nochmal melden. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, da soll es hingehen. Und wir hatten auch beim Mittagessen komischerweise das Thema ähm, Analphabetismus. Das ist halt bei mir in der Region nochmal. Ja, ähm, da gibt es relativ viele Leute, die relativ viel Geld verdienen, aber nicht wissen, wie man schreibt. Ähm, und da kann man halt vielleicht auch noch mal äh, sich was überlegen. Die sprechen nämlich mit ihrem Telefon, ja. Spannender Punkt. Dann gebe ich gerade mal das in die Runde, ähm, wie ihr zu dem Thema Amazon steht, weil da hat, glaube ich, jeder in der Runde unter Umständen ganz unterschiedliche Aspekte. Können wir das gerade mal so in die Runde machen? Tabea, von dir äh, weitergegeben? Also bei Bayer haben wir natürlich verschiedene Produkte im OTC-Bereich gehabt, also OTC-Over-the-Counter. Da gelten nicht ganz so streng, strenge Regularien. Und vor allen Dingen der schöne Markt der USA bietet auch, was den Werbetreibenden angeht, natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir haben damals ähm, Dr. Scholz äh, an einem Black Friday in den USA in den Amazon-Shop gegeben. Und äh, ja, wir haben Sage und Schreibe fast, glaube ich, ein ganzes Quartal voll gemacht an diesem einen Tag. Also Amazon macht mit. Und Jessica, du das im Vorgespräch schon gesagt, äh, ihr verkauft am liebsten über die eigene Website, aber wenn die ausverkauft ist, ist Amazon euer zweites Lager? <laughs> ja, sozusagen. Ähm, klar, eigene Website ist natürlich der effizienteste Weg. Man hat natürlich auch direkt die Daten, man ist am Kunden am nächsten dran. Auf der anderen Seite, also wir nutzen Amazon in, in zwei beziehungsweise in den drei Formen als Vendor. Wir verkaufen an Amazon, wir verkaufen auch über Amazon FBA, aber auch eigene Logistik. Also wir machen da alles mit. Äh, wir versuchen da so ein bisschen, ja zum Beispiel, was Werbung angeht, draus zu lernen. Keywords zum Beispiel. Ähm, ja, also Amazon ist die Suchmaschine, wenn es um, um Kaufintentionen äh, geht, und da kommen wir auf gar keinen Fall dran vorbei. Ja, Amazon als Shop für Luxusgüter klingt ja erstmal schrecklich. Aber wie ist es mit äh, Amazon als Datenlieferant für äh, Werbung und Zielgruppenaussteuerung? Also, wir verkaufen unsere Tinte und Refills äh, bei Amazon in Deutschland und USA. Ähm mit hochpreisigen Produkten oder jetzt mit den Schreibgeräten dort einzusteigen, das haben wir nicht probiert. Aber ich war vorher selbst bei Amazon und habe dann erstmal eine Display-Kampagne aufgesetzt, um die nach Mont Blanc Suchenden schon mal zu targeten und die einmal abzugreifen. Und äh, das war sehr effizient, konnten wir auch einige sowohl Leads als auch Conversions generieren. Aber ja, es gab ja auch mal Amazon äh, bei VIP, den äh, Shop auch für, für Luxusmarken, Deutsche Gabbana und Co., der äh, eingestellt worden ist. Also ich sehe das noch nicht wirklich als. Plattform für uns. Daten für B2B. Ich mache es mal größer auf. Es muss ja nicht nur Amazon sein. Ähm, woher bezieht ihr eure Daten? Was sind eure Datenquellen? Ich dachte, ich setze die Runde aus. Nur mit Amazon. <lacht> 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 um, wir haben tatsächlich auch teilweise Produkte, die wir über Amazon verkaufen. Also das sind dann wirklich so kleine Batterielösungen oder sowas. Wir sind auch im, im Bereich Smart Home unterwegs. Da sind wir auch um, auf Amazon dabei. Aber der Großteil von dem, was wir verkaufen, das geht... So, wie die klassischen Großhändler tatsächlich. Mhm. Und ja. Ja, ich will ja immer so ein bisschen die Runde auf Daten äh, kommen und äh, auch Erfahrungen aus anderen Ländern. Ich will aber die Gelegenheit geben, äh, Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Also, wer jetzt schon eine hat, hebe gerne die Hand. Wir werden sonst aber gerne auch gleich nochmal in zwei Minuten oder so die nächste Runde machen. Ihr müsst aber versuchen, hier unten ist ein Kollege mit Mikrofon unterwegs, dass ihr Blickkontakt zu dem Kollegen im gelben T-Shirt aufnehmen, weil ich hier so von den Scheinwerfern geblendet bin, dass ich kaum was sehen kann. Ich schau mal, ob da Hände oben sind, dann kommt gerne ein Mikrofon bei euch vorbei. Da hinten sehe ich was sinken. Nee, stimmt nicht. Dann äh, setze ich die Runde hier noch fort und frage gleich nochmal für diejenigen, die vielleicht noch eine Frage überlegen möchten. Ähm, und zwar, ihr seid ja sehr international unterwegs, äh, teilweise für bestimmte Länder, teilweise, Maria, du hast mir erzählt, das Thema China und Asien für euch eben super spannend im Markt für Luxusgüter. Was äh, habt ihr aus anderen Ländern mitgebracht, was man daraus übernehmen kann? Wir hatten auch gesprochen über Kaufentscheidungsprozess beispielsweise, der in anderen Ländern ganz anders, länger, kürzer ist. Ja, also wir sehen das jetzt durch den Piloten in der Türkei. Normalerweise gehen wir in der Automobilbranche von sehr langen Kaufentscheidungsprozessen aus. Wir sehen aber, wir brauchen ähm, also fast einen Monat aktuell, bis wir jemanden ähm, registriert haben und dann der auch zur Probefahrt erscheint und kaufen möchte. Jetzt ist die Türkei natürlich gerade ähm, ein sehr, ähm, ja. Schwieriges äh, Land ähm, mit einer Inflation getrieben und so weiter. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt ähm, da noch mal andere Prozesse hinterliegen. Das heißt, ja. umso wirtschaftlich volatiler ein Land wird, umso schneller kaufen die Leute sich noch ein Auto, wenn das Geld weniger wert wird. Ich, was gelernt. <laughs> ja, also, könnte gegebenenfalls ein, also ein Thema sein. Ich weiß es nicht. Da ähm, müsste jetzt ein türkischer Kollege die Frage beantworten. Ja, wenn Geld weniger wert wird, kauft Autos. Ja. Und stabil. <laughs> Ja, Medizinprodukte und Pharmabereich müsste man erstmal unterscheiden, aber im Medizinproduktebereich sind natürlich große Ausschreibungen für Apparate, zum Beispiel in dem Bereich, wo ich tätig war, optische Visualisierungslösungen und OP-Roboter sozusagen, da sind natürlich verschiedene Chefärzte, Stakeholdergruppen mit involviert in den Entscheidungsprozess und insgesamt unter einem halben Jahr läuft da, denke ich mal, gar nichts und es ist auch sehr intransparent. Manchmal sind es wirklich die einflussreichen Chefärzte, die zum Schluss dann entscheiden und der junge, knackige Arzt, der dann zwar eine Empfehlung gegeben hat, wird dann nicht gehört. Im Pharmabereich ist das wieder was anderes. Da muss man natürlich manchmal ein Medikament kaufen und da geht die Kaufentscheidung dann natürlich auch. Viel schneller. Customer Journey bei euch ein Thema? Ähm, klar, also internationale Learnings haben wir nicht unbedingt vorzuweisen. Ähm, Customer Journey, weil es so speziell ist, erklärungsbedürftige Produkte, die Leute machen das für ihr Privatvergnügen, das heißt, sie, sie geben ihr privates Geld für ihr Hobby aus. So drei Monate ähm, braucht man da schon, bis vielleicht ein Abschluss ähm, da möglich ist. Mhm. Und wir hatten über Wallet Gardens schon gesprochen. Kannst du darüber mit mir erzählen, in China, wie ihr werbt? Äh, nee, äh, ich meine... <laughs> wir, wir also ich wollte weitermachen eigentlich mit, mit dir, Maria, weil wir im Vorgespräch über Asien gesprochen hatten. Kannst du dazu was erzählen? Ja, ja, ja gerne. Um also, ähm, was wir gesehen haben, ist, dass äh, zum Beispiel in China oder auch Südkorea äh, finden sehr viele Conversions, Conversions über die Social Channels statt. Hm. Also, der User Journey ist deutlich kürzer. Und ähm, wir haben dort aber auch ein bisschen anderes Produktsegment. Also beispielsweise Südkorea gibt es dann so Hippe-Blogger-Kooperationen mit äh, ausgefallenen Rucksäcken und sowas. Also die, die stehen nicht unbedingt jetzt auf die Schreibgeräte wie in Deutschland. Und dadurch, dass wir mit dem ganzen Produktsortiment in den Markt eingestiegen sind, haben wir jetzt natürlich auch bessere Möglichkeiten zu schauen, welche Kampagne steuern wir, wie aus, wie intensiv. Ja, wir hatten über Daten und internationale Märkte ja schon so ein Stück weit gesprochen. Ich will nochmal die Runde aufmachen. Fragen aus dem Publikum. Letzte Gelegenheit und versuche nochmal gegen die Scheinwerfer was zu sehen. Da ist eine Hand oben. Ich schaue mal, ob es noch weitere Meldungen für später gibt. Welche Rolle spielen CRM-Daten, das Einspielen von CRM-Daten und das die Learnings aus den bestehenden Kundenbeziehungen? Wollen wir ganz einmal rund um die Runde machen? Bei dir also angefangen? für uns super wichtig, ähm, allein eben zu sehen, wie der Kunde sich ähm, in der Lead-Qualität auch wirklich beweist. Kauft er auch tatsächlich im Fahrzeug? Und dann sehen wir einfach, dass wir ähm, somit halt digitale Twins bauen können, die wesentlich ähm, günstiger sind wieder in, in der Conversion. Ja, ja CM-Daten sind sehr wichtig. Ein großer Bereich war der Servicebereich. Das war ein Learning, wir, wo wir gar nicht mit gerechnet hatten, dass es da noch ein Learning gibt. Nämlich diese Daten haben sich in einem CM nicht wiedergefunden und deswegen haben wir die dann mit eingespielt, kompatibel gemacht und noch sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Ja, dadurch, dass ähm, bei uns der B2C-Bereich am Anfang vor ein paar Jahren noch völlig unrelevant war, war CRM im B2C-Bereich auch nicht relevant, äh, mittlerweile wesentlich mehr. Ähm, die Daten sind super wichtig, gerade im Hinblick eben auf Amazon zum Beispiel, äh, dass man wirklich versucht, seine eigenen Kundendaten bei sich irgendwie zu äh, behalten oder zu bekommen und daraus Learnings zu ziehen. Also super, super wichtig. Hier nutzen Sie auch äh, die CM-Daten zum äh, Bilden von, von Lookalikes und äh, Lookalike-Targeting und können dadurch dann auch ganz gut unsere verschiedenen Audiences segmentieren. Also bei uns ist das, glaube ich, so ziemlich das Rückgrat von allem, was wir machen. Das sind unsere CRM-Daten. Ähm, wir benutzen die, wie vorher auch schon gezeigt, auch, um bestehende Kunden aus unseren Databases neu zu aktivieren bzw. zu reaktivieren, wo wir es können. Also das ist für uns das A und O eigentlich, ja. Bei der ACU ist, ähm, man muss man sich vorstellen, dass die digitale Reife jetzt nicht ähm, hier auf dem Niveau ist, sondern das ist ein bisschen Neuland, ja. Und äh, wir fangen jetzt gerade erst damit an, ähm, diese ganzen Geschichten zu vernetzen, ja. Wir haben ganz viele, ganz viele Sachen überall in ganz vielen Datentöpfchen und ähm, das ist auch ein, ein riesen Job jetzt, ähm, das zusammenzulegen. Und äh, wir fangen aber auch mit gewissen Use Cases an. Eins wäre jetzt zum Beispiel, und da haben wir jetzt seit sechs Monaten mit angefangen, äh, bei uns liegen ja vier Millionen Reifen von Kunden äh, als Tire Hotel, wie man das so schön sagt, ne? die, die, die überwintern oder, oder übersommern bei uns und ähm, in der Hochzeit ist natürlich immer die Garage voll, kriegst keinen Termin und wir schicken denen dann eben halt per SMS, insofern wir eine DNA haben oder per E-Mail oder per Post, so hey Mensch. Kommt da vorbei, macht es jetzt, dann wird es easy. Ne? Also es ist ja so ein Use Case, an dem wir arbeiten und das spinnen wir jetzt natürlich weiter. Also klar, super zentral. Ja, nochmal einen Blick ins Publikum. Gibt es noch Fragen? Ist da irgendwo eine Hand oben? Ich kann keine sehen. Dann komme ich schon zur Schlussrunde tatsächlich, so was für euch auf der To-Do-Liste steht oder der wesentliche Effizienztreiber wäre damit Programmatic Marketing noch größere Anteile, größere Marktanteile bekommen könnte. Was... Müsste in Programmatik sich entwickeln, damit ihr mehr Geld ausgeben würdet oder mehr Anteil des Budgets auf Programmatik shiften würdet? Wo seht ihr die To-Do-Liste für diese Branche? Das so als Abschlussstatement einmal in die Runde gegeben. Ja, also ich glaube, das liegt gar nicht so am Markt, sondern das liegt bei uns eher daran, dass man verstehen muss, wie effizient dieser Kanal ist und was er bieten kann, denn konservatives Management entscheidet immer noch sehr gerne ein ähm, TV-Flight. Ja, 80 Prozent der pharma marketer sagen immer noch, dass die Datensilos eigentlich das Problem sind bei diesen kundenfokussierten Kampagnen. Von daher ganz klar Datensilos intern auch ähm, erstmal zusammenlegen und überhaupt erstmal wieder aktivieren, die Daten. Ähm, weiteres Learning oder was ich mir auch noch wünsche, ist die agile Arbeitsweise und New Work-Themen mit reinzunehmen und somit auch programmatic erfolgreich zu machen. Ja, bei mir, wie eingangs erwähnt, die inhaltliche Tiefe, ähm, die wir definitiv brauchen. Denn ich denke, viele kleine und mittelständische Unternehmen sind noch viel weiter weg von Programmatic, als äh, wir jetzt denken, dass wir weit weg sind. Ähm, und dafür, glaube ich, ähm, ja, muss noch viel mehr ähm, Kommunikation und Vereinfachung ähm, zu diesem Thema geben. Ich würde mich auch den äh, Datensilos anschließen. Ähm, wenn ich ein Dashboard hätte, in dem ich für 22 Märkte sehen könnte, welche von den über 400 Publishern gerade wie äh, performen in Echtzeit, wäre das ein absoluter Traum. Da fehlt mir noch das richtige Tool und ich schaue gerade danach, ähm, um das Ganze wirklich transparenter gestalten zu können. Auch, ähm, du auch sagtest, beim Management entsprechend ähm, äh, das auch vorzustellen und auch die Wichtigkeit noch einmal zu verdeutlichen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass eine gewisse Simplifizierung stattfindet, dass, wie auch schon die Kollegin von BMW gesagt hat, dass es dann wirklich auch leichter wird, dass den Stakeholdern zu vermitteln, was man denn da genau macht und was auch der Sinn davon ist. Dass, ich denke, diese ganze interne Education, die jetzt noch stattfindet, das ist natürlich schwierig bisher. Ja, bin ich absolut d'accord. Ähm auch, auch für uns ganz klar erstmal gucken, wo sind wir denn eigentlich mit diesen ganzen Aktionen, die wir da machen und äh, wo gehe ich denn hin? Also wo skaliere ich, wo bremse ich aus? Ähm, ich kann jeden Marketing-Dollar auch nochmal einmal ausgeben. Und äh, so als Stichwort würde ich dann äh, einfach äh, predictive sagen. Äh, predictive Analytics, äh, aber auch Predictive. Ähm, Sales oder Advertising. Ja? Also, ich brauche irgendwie dann doch, also ich glaube, ich würde mich super wohlfühlen, wenn ich ein Tool habe, das mir sagt, wo ich hin muss. Ist vielleicht ein Traum, aber ähm, Recommendation und Predictive. Ja, damit kommen wir auch schon beim Schluss. Vielen Dank, dass ihr da wart.